Fidi-ra-la-la, Fidi-ra-la-la, Fidi-ra-la-la-la-la. Ich bin ein Schulkind, das ist fein, wem fällt denn so ein Schwachsinn ein? Fidi-ra-la-la, Fidi-ra-la-la, Fidi-ra-la-la-la-la. Am Anfang war's ja ganz okay, doch ich brauch wirklich nummer mehr. Fidi-ra-la-la, Fidi-ra-la-la, Fidi-ra-la-la-la-la. Der erste Schultag, der war toll, am Abend ward Verwandtschaft voll. Fidi-ra-la-la, Fidi-ra-la-la. Die sind halt stolz auf mich, haben sich gefreut und gelacht. Ich bin auch die Erste bei uns, wo's Abi macht. Die erste Enttäuschung war diese Schultüte, mit was die gefüllt war, echt banal. Mit Gummibärle, Soko und einem Lineal. Kein iPod, kein Smartphone, es war echt bitter. Ja, wie soll ich jetzt auf Facebook und Twitter? Neben mir hockt die Mandy, die hätte Laptop und ein Handy. Wie können sich meine Eltern sowas trauen und dem eigenen Kind die Zukunft verbauen? Ja. Ich will aber denn keine Beschwerde, wenn ich keine Ärztin, sondern nur Lehrerin werde. Wobei unsere Lehrerin, die wäre besser etwas anders geworden, weil die tut all nur mit uns schnorren. Mir sei die Schlechteste, die sie jemals hatte. Mies im Lesen, schwach in Mathe. Drum sollen jetzt mal alle aufstehen und zwar geschwind, die selber wissen, dass sie Dummköpf sind. Ui, da war es auf einmal mucksmäuslich still wie nie. Und die Einzige, die aufgestanden ist, war ich. Aha, du gibst es also zu, dass du ein Dummkopf bist. Nein, habe ich gesagt, Frau Lehrerin. Ich wollte nur, dass ich so alleinig da stand. Neben mir, da hockt die Kimberly Eleonore. Die ist ja ganz nett. Du, die geht ins Jazzdance und ins Ballett. Die macht Kinder-Yoga zum Bewusstsein weiter und dreimal in der Woche geht sie zum Reiten. In einem sei sie wirklich schlecht, im Wirtschaftsrussisch kindgerecht. Aber Kunstgeschichte, gerade die früher Impressionisten, da sei sie stark. Dafür findet sie Strafrecht für Kinder im Alltag Quark. Nach dem Töpfern wollte sie sich verabreden mit mir, hat die glatt, weil nach dem Cello muss sie ins Klavier. Manchmal kommt sie zeitlich mit dem Shiatsu in Nöte, weil nach dem Kurs die Leiden des jungen Goethe muss sie Verse von Rilke zitieren, weil wenn man sich ja abends bei der Rotaria blamiere. Hey, die wird multilingual erzogen. Ich weiß nicht mal, was das ist, um Gottes Willen. Ich will doch nur mal mit einer Barbie spielen. Auf der anderen Seite tut den Kerle hocken. Der Lasse Sören mit so blonden Locken. Bei dem haben sie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom diagnostiziert. Das ist halt ein nervöser Gispel, was es bei Kerle ja öfters geht. Aber der bereitet seine Eltern so in Verdruss, dass er jetzt in psychiatrische Behandlung muss. Ja, zum privaten Schweizer Professor rennt man. Das ist auch dem seine Mutter ihren Seelenklempner. Aber du, das hilft. Jetzt kriegt er so kleine bunte Pille. Jetzt ist er ruhig, will ich mal mehr spielen. Aber,
Aber er schaut wie ein Auto. Ich glaube, jetzt hat er einen Knall wie so eine Mischung aus Angela Merkel und Karl Dall. Übrigens, unsere Lehrerin tut mit uns Sachkunde machen. Da lernt man ganz wichtige Sachen. Zum Beispiel, ob etwas schwimmt oder nicht. Weil wenn etwas nicht schwimmt, ist auch nicht ganz dicht. Das kann ich so nicht stimmen, weil die Mama kann auch nicht schwimmen. Egal. Also, weil ich so ein großer Forscher bin, habe ich es probiert in der Badewanne drin. Ich habe bewiesen, dass meine Gummiente schwimmen kann. Und auch mein Hamster. Eine Zeit lang. Dafür hab ich in Religion voll versagt. Der schmutzige Dunstig ist kein hoher Feiertag. Und der Adam hätte nicht in die Schlange, sondern die Eva in Äpfel bissen. Im Paradies und nicht auf der Mainau. Ja, wer soll denn das alles wissen? Das war nämlich so, der liebe Gott schuf Adam nach seinem Ebenbild. Drum ist der Mann ein göttliches Wesen, was heute noch so gilt. Das sagt der Papa, dann lacht und haut auf den Tisch und sagt, der Herrgott hätte aufhören sollen, wenn es am schönsten ist. Aber nein, dann hätte er aus einem Ripple vom Adam die Eva erschaffen zum Leben. Weil der Adam einsam war und es hätte noch keine Wirtschaft gegeben. Und drum sei es völlig in Ordnung, das ist dem Papa sein Tipp, wenn du einer Frau sagst, du bist ein Ripp. Sagt der Papa. Dann haben wir Sport. Im Sport haben wir Turnen und Tanzen und in Biologie besprechen wir Pflanzen. Wobei, eine Sache interessiert mich mehr. Wo kommen denn die kleinen Babys her? Ich habe meinen Bruder gefragt, hey, der ist schon so groß, gut und gern, dem wachsen sogar schon Haar unter den Arm. Der sagt, wenn der Papa und Mama den Fernseher fahren lassen und schon früher wie sonst ins Schlafzimmer gehen, wenn der Papa den noch abschließt, und zwar von innen, denn tut die Biologiestunde beginnen. Dann wartest du nur so 10 Minuten ungefähr und dann klopfst du fest und fragst, wo kommen die Babys her? Mein Bruder hat nicht fertig geschwätzt, hat ihm Mama eine betscht. Er soll mir nicht so einen Dreck erzählen und das da niemand hören will. Und außerdem sei es verlogen, weil nach 10 Minuten, und das findet sie selber zum Blären, da immer der Papa meistens schon schnacheln hören. Ich hab mal wieder nichts kapiert. Aber ich hab gedacht, das wird probiert. Eines Abends, die Landesschau war um, sind die schon früher ins Schlafzimmer gekommen. Und der Papa schließt ab, als auch das stimmt. Expedition Fortpflanzung beginnt. Dann bin ich an die Tür, heb's Ohr nah, hör nur so O und A. Die Geräusche kommen mir zu Herzen und dann die zwei irgendwelche Schmerzen.
Ach was, mein Bruder, der hat überhaupt keine Ahnung von wegen Kinder. Ja, man geht lachen, Mama und Papa dann im Schlafzimmer Zucker machen. Ja, Zucker. Ich habe ganz genau gehört, wo die Mama gesagt hat, und ist er schon fertig oder macht er noch einen Zucker? Was ist denn an meiner Frage so schwer? Ich will nur wissen, wo kommen die Babys her? Was? Aus dem Bauch? Ja, das weiß ich auch. So schlau bin ich, aber wie kommen sie inni? Frage die Mama, sagt sie später, es wird noch lange, tralalala. Wenn du alt genug bist, wird schon klappen, sagt der Pappe, tralalala. Frage die Oma, sagt die nur, du, das regelt alles Natur. Und der Opa hätte frei und singt nur, so schön war die Zeit. Wo kommen Babys her? Storch ins Bein, gib das kleine Kinderlein, wem auf dieser Welt fallen solche Märchen ein, was sie auch glaubt, dass es kommt vom Blütenstaub. Wie das Bienchen summ summ fliegt ums Blümchen herum. Hey, ich bin doch nicht dumm. Bei der Frösche tut es klapp, es gibt Kaulquappe, tralalala. Aus dem Beutel kommt die Nu, auch das kleine Känguru. Und die Schnorkel saugen Blut, das sei für den Nachwuchs so gut. Bei der Kuh ist auch nicht schwer, weil da macht's der Veterinär. Wo kommen Babys her? Was ist denn dort das schwer? Was ist denn dieser Trick? Das Mama kriegt den Bauch so kugelrund und dick. Der Papa grinst mir viel, hält der seine Hand im Spiel. Und da sagt noch einer, ein Schulmädchenreport wäre etwas Unanständiges. Zumindest nicht, wenn er so charmant präsentiert wird. Und jetzt habe ich die große Ehre, als erster im deutschen Fernsehen ein riesengroßes Geheimnis lüften zu dürfen. Das da Hanne ist gar kein Mädle. Das ist ein Ma. Und was für einer. Aus Langerhein, Lothar Bottlang. Begleitet wurde der Lothar am Piano von unserem Haus- und Hofpianisten Jürgen Weidele. Auf den Lothar und den Jürgen ein dreifachkräftiges Honero, Honero, Honero. Dankeschön, große Pause.